Ein experimentelles Vlogfilmchen, aufgenommen im Februar 2021. Klug ist der, der weiß, dass er nichts weiß. Zum Glück wissen wir, dass wir alle hochintelligent sind. Klug ist der, der weiß, dass er nichts weiß. Zum Glück wissen wir, dass wir alle hochintelligent sind. Nächste Szene. Klug ist der, der weiß, dass er nichts weiß. Zum Glück wissen wir, dass wir alle hochintelligent sind. Nächste Szene. Klug ist der, der weiß, dass er nichts weiß. Zum Glück wissen wir, dass wir alle hochintelligent sind. Das ist eigentlich ein Anti-Stress-Ball, aber der stresst mich so, weil ich ja nichts rauskriege. Funktioniert nicht. Klug ist der, der weiß, dass er nichts weiß. Zum Glück wissen wir, dass wir alle hochintelligent sind. Habe ich gefunden. Das hängt hier einfach im Keller rum. Sieht da keiner. So ein schickes Kunstwerk. Klug ist der, der weiß, dass er nichts weiß. Zum Glück wissen wir, dass wir alle hochintelligent sind. Hier, falls mal Google nicht funktioniert, kann man hier alles nachschlagen. Muss ich mal reinzoomen? Nennt sich Lexikon. Mehrzahl Lexikons oder Lexika oder Lexikas. Versteht man immer, was gemeint ist. Der fotoelektrische Effekt, dafür hat Einstein seinen Nobelpreis bekommen. Und nicht für die Relativitätstheorie, nein, sondern für den fotoelektrischen Effekt. Also für die Entdeckung oder Beschreibung dieses Phänomens. Was könnte man denn noch spielen? Flohwalzer. Flohwalzer geht immer. Da kannst du vieles nachschlagen, was du wissen willst. Für die Zeiten, falls mal Strom, Internet und Mobilfunk ausfällt. Wissen in der Not. Hier kann ich wärmstens empfehlen, The Book of Lists. Willkommen im Internet. 10 unfassbare Gründe, warum wir Aufzählungen nicht widerstehen können. Listicles. Artikel oder Beiträge in Listenform überschwemmen das Internet, weil sie unglaublich gut funktionieren. Warum? Naja, weil uns manche so hart clickbaiten, dass wir gar nicht anders können. Falls mal jemand irgendwelche Inspirationen braucht für YouTube-Listings-Filmchen, wie die 10 schlechtesten Filme aller Zeiten, 10 berühmte Männer, die als Jungfrauen starben. Ich wette, da ist Jesus mit dabei. Das muss ich jetzt mal nachschlagen. Also das müssen wir jetzt mal herausfinden. Und das hat das natürlich kein Inhaltsverzeichnis. A truly unique compendium of offbeat learning and fun. Hundreds of lists on every subject imaginable. Involving people, places, happenings and things. Ich will jetzt die 7 Jungfrauen wissen. Okay, ich reiche das nach. Ich habe jetzt viel Zeit hier. Denn ich bin bei meinen Eltern und hier kann ich überhaupt keine Videos schneiden, weil mein Laptop das nicht mehr kann. So, meine Eltern sind unterwegs, deswegen habe ich jetzt die Zeit genutzt, ein bisschen Quatsch zu machen. Ich muss jetzt aber in die Küche Grünkohl machen, sonst merken die, dass ich nichts gemacht habe, während die weg waren. Das sind übrigens alte Sachen, die ich in meinem alten Kinderkleiderschrank gefunden habe. Auch die Hose hier. Nostalgie pur. Der Nostalgie-Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ostsee. So, das hier ist mein alter Jugend-Kinderkleiderschrank. Vom Sperrmüll. Oder vielleicht ist es auch von irgendjemandem aus der Familie vererbt. Angeblich war der noch mit Ochsenblut rot angemalt. Da glaube ich aber nicht wirklich. Ja, und da sind noch so alte Sachen von mir drin, die ich mir anziehen kann, wenn ich hier bin. Ein paar karierte Hemden, kann ich E-Techniker spielen mit. Ich habe mir übrigens extra ein altes Karohemd angezogen. Habe ich einfach nur drüber gezogen. Fällt überhaupt nicht auf. Ja, ich bin schon zu alt, habe ich gelernt. Ich bin schon viel zu alt dafür. Hier aus Schulzeiten. Sophia 42, Barcelona 2006. Mathe-LK, Abi 2007. Schicke. Aber das waren damals noch so Hemden, die sind viel zu kurz. Also. Da guckt dann unten immer der Bauch raus. Gefällt mir nicht. Und hier ist er. Der Moment, wo ich alte Fotos der Oberstufenfahrt des Mathe-LKs 2006 nach Barcelona herauskrame. Videokamera durfte ich damals nicht mitnehmen, aber Digitalkamera war mit dabei. Und keine Angst, kompromittierende Fotos habe ich nicht wirklich, denn seht euch diese Astralkörper an. Gibt es eigentlich auch ein altes Bikini-Foto von mir? Ja, nicht wirklich, aber ja, fast. Achso, ja, das habe ich eben als Kostüm benutzt. Der ist allerdings nicht von mir, der ist von meiner Oma. 60er Jahre Hippie-Style. Aber das war mir jetzt zu warm. Ende Februar sind jetzt hier im Rheinland 17 Grad Celsius. Hier ist auch so ein Zylinder von meinem Vater. Da oben ist mein alter Zylinder. Aber ich gehe mal davon aus, mein Kleiderschrank interessiert keine Sau. Es muss einem unter die Haut gehen, es muss einen selbst begeistern, sonst ist es einfach nur langweilig und belanglos. Beobachten, beschreiben, interpretieren. So könnte es sein. Interessant.
Aber ich finde es gut, dass es dieses alte Teil immer noch gibt. Ja, ich habe damals nur Sachen vom Sperrmüll oder vom Flohmarkt gekriegt. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, könnte, dann wäre das jetzt ein neuer Laptop, mit dem ich auch unterwegs mal Filmchen schneiden kann. Hier, das ist sie, die alte Röhre. Funktioniert nicht mehr. Das hier ist ein altes Spezialausziehen, Elektronenstrahlröhre. Hast du auch ein Ausziehen in deinen Augen? Focus, Intensity, was ist Astigmatism? Scale Illumination. Aber mittlerweile hat sie sich ein bisschen an mich gewöhnt. Oder ist jetzt einfach zu faul wegzulaufen? Dann lasse ich dich mal in Ruhe. Das ist ja eher so Theoriekram. Ja, Sophia, dann musst du das jetzt mal recherchieren und dann spielst du jetzt hier die Antwort ein. Ist ja irgendwelches kompromittierendes Zeug im Hintergrund. Egal. Also ich habe dann doch noch ein Inhaltsverzeichnis gefunden. Content steht ja auch noch fett drüber. Und ich habe erst gedacht, hier, das ist in der Kategorie What's in a Name. Also alles Auflistungen von Personen. Habe ich aber dann da nicht gefunden, aber wie es aussieht. From head to toe. Ah, ja, Private Parts. Es ist in der Kategorie Private Parts. Irgendwo ab 315. Na gut, gucken wir mal. Die Seite ist schon entwendet worden. Und wie alt ist das Buch? Nochmal gucken. Ja, wahrscheinlich 1977 bis 1980 erschienen. Seven famous men who were full-time or part-time virgins. Nummer 1, Sir Isaac Newton, lebte in Abstinenz. Immanuel Kant, ebenfalls. Louis der 16. John Ruskin, sagt mir jetzt nichts. George Bernard Shaw, keine Ahnung. Havelock Ellis, oh ne. Nummer 7, A.H. Ob das so stimmt, woher wollen die das wissen? Despite his last minute marriage. Naja, damit ist das gelöst. Giovanni Giacomo Casanova war die letzten 13 Jahre seines Lebens ein Bibliothekar. Librarian bedeutet das Library, oder? Casanova, Bücherei-Fuzzi. Da steht's. Ich wollte noch sagen, Jesus war leider nicht dabei. Was heißt leider? War halt nicht dabei. Hat keiner dran gedacht. Ist ja auch ein berühmter, famous man, Jesus. Als ob es nichts Interessanteres im Leben gibt. Nope. Nummer 3. Wir mögen Quatsch, weil es einfach ist. Klar sind viele Listicles dumm, aber sie sind auch einfach. Und das mögen wir. Cognitive Fluency, oder manchmal auch nur Fluency, beschreibt das subjektive Empfinden darüber, wie schwer oder einfach es uns fällt, Informationen zu verarbeiten. Je einfacher etwas zu verarbeiten ist, desto mehr fluent ist es. Und es muss jetzt noch nicht mal sowas sein wie Quantenphysik versus das kleine 1x1, sondern sowas wie ein übersichtliches Bild versus ein unübersichtliches Bild. Und das finden wir super. Nummer 8. 5 Dinge, die Frauen lieben, aber zu ängstlich sind zu fragen. Eine Gehaltserhöhung, ne? Wir sehen uns nächsten Donnerstag, Freunde der Sonne. Bleibt sicher. Fazit, das Buch ist, glaube ich, nicht zu empfehlen für YouTube-Aufzählungs-Listings-Videos, weil es schon total veraltet. Es gibt eigentlich gar keine aktuelleren Themen. Also man muss den VIP-Schalter natürlich auf on lassen. Sonst funktioniert die Halterung nicht mehr. Kann man sich mal einen Tag mit vertreiben, aber ich schwelge ja gerne in Nostalgie und finde, dass man solche Sachen nicht vergessen darf. Ich bin jetzt hier bei meinen Eltern gerade jede Menge Zeugs am Digitalisieren und das hier gehört jetzt auch dazu. Digitalisiert. The number one Bestseller. Oder ganz banal, ein F-Blues. Falls man mal was wissen will. Lexikon. Elektromagnetische Welle? Oder Photonenteilchen. Das muss man mal beobachten und ganz genau sehen, welche Eigenschaften zutreffen.
Es beginnt meistens mit einem Problem, einer Fragestellung und dann kann es losgehen im Kopf. Mit der Brille sehe ich nicht unbedingt intelligenter aus, aber ich kann mehr sehen. Das hier ist übrigens eine Brille mit Blaufilter, deswegen reflektiert die so schön blau. Geeignet für Bildschirmarbeit. Hat so einen leichten Sepia-Effekt. Also man sieht da weniger blau durch, alles Sepia-mäßige. Also das Problem ist, wenn man das schon Jahre nicht mehr gemacht hat, dann die rechte Hand, die will, der Kopf will, aber die rechte Hand kann nicht. Verstehst du? Die linke geht besser. Warum auch immer. Die ist ja auch nicht so beansprucht. Die muss ja nur... Ich habe ein paar abgeranzte Noten gefunden. Musical, ja, das passt doch. Let the sun shine in. Also das beste Lied ist, glaube ich, Be In, Hare Krishna. Jetzt muss ich mal aufhören hier, sonst wird die Datei zu groß und dann kann mein... alter Leppi, das nicht mehr verarbeiten, nicht mehr schneiden. Am besten nur eine Datei von der internen Festplatte einfügen und ein paar Schnitte exportieren und das dann war's das. Tja, Fehlanzeige, das war wohl nix. Das Ding hängt jetzt, okay, jetzt macht er wieder was. Ich sitze jetzt hier seit ein paar Minuten und kann nichts machen. Das Programm ist nicht benutzbar hier auf dem Computer. Irgendwas ist da komisch. Aha. Das war ein Windows-Sound. Ich habe nichts gemacht. Und dann wollte ich speichern, nachdem ich nichts gemacht habe. Und also das ist definitiv kein Workflow. So, jetzt will ich mal irgendwo hinklicken. Ne, also das tue ich mir nicht an. YouTube muss warten. Aber YouTube ist auch nicht so wichtig. Meine Nerven sind mir viel wichtiger. An dieser Stelle beende ich jetzt mal die Task. Beenden. Hab's aufgegeben. Das Video ist eh nicht so toll. Format C. Und gut ist. Es tut sich absolut nichts. Was für eine Zeitverschwendung. Tschüssi, kein Fan. Vorbei. Folgende Info möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Da öffnet sich schon was. Der Task Manager. Task Manager öffnet sich. Irgendwann, demnächst. Keine Rückmeldung. Super. Ah, okay. Obwohl das Programm beendet wurde, belegt es quasi 80% des Arbeitsspeichers. Sollte ich nochmal neu starten, ehe ich was Neues anfange? Ich muss mal hier den Bildschirm putzen. Ja? Ich glaube, ich gehe Fotos sortieren. Das läuft wenigstens. Computer runterfahren. Task beenden. Ein optischer Effekt. Der Computer ist heruntergefahren. Endlich. Tschüss. Kontinuität. Haarkontinuität ist wichtig. Also ihr müsst immer gleich liegen. Es fällt auf, wenn jemand... Ich mache jetzt mal einen Schnitt und keiner achtet bitte auf die Haare. War was? Ein bisschen rumalbern ist doch wichtig. Ja, das sind schon wieder die Haare ganz falsch, ja? Zum Glück habe ich die mir gestern gewaschen. So, ich bin gerade in meinem alten Jugendzimmer und habe ein Autogramm von Stefan Raab gefunden. Ich glaube nicht, dass das echt ist. Oder nur gedruckt, also... Es reflektiert schon ein bisschen anders als dieses Gelbe im Hintergrund, würde ich sagen. Aber hier, wo der Knick ist, ist es auch ähnlich weiß geknickt wie das Gelbe. Ja, hier im Hintergrund Stefan Raab, der aus Viva und 1 Live. Foto, Medienbüro, Gabi Allendorf. Schicker grüner Pullover, zerrissene Jeans und Sonnenbrille auf dem Knie. Periodensystem der Elemente. Ich zum Beispiel musste im Chemiestudium das Periodensystem auswendig lernen, was natürlich Quatsch ist, weil ich das jederzeit nachschauen kann. Ich meine, jeder hat ja quasi ein Periodensystem in der Tasche. Ihr habt doch ein Periodensystem in der Tasche, oder? Also schon allein an dem vergilbten Papier sieht man, dass das etwas älter ist. Und hier wurden schon einige Elemente nachgetragen. Metall, Halbmetalle, Nichtmetalle habe ich hier sogar farblich markiert. Weiß ich aber nichts mehr von. Mein Spezialausziehen. Das gar nicht mir gehört. Sondern Rogowski-Institut für Elektrotechnik, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule. Also das steht hier im Keller und es steht hier gut und dient zurzeit als Halterung für eine Schere. Und hier oben werden auch ein paar Marmeladengläser gelagert. Irgendwann war das mal sehr, sehr viel wert. Und jetzt total verstaubt und vergessen. Ein Museumsstück. Das ist ein schickes Logo. Das gesammelte Wissen der Welt bis 1945.
95 oder so. Ich muss mal wieder rauszoomen. Ich mache das hier alles per Hand. So, bin ich drauf. Okay, das mit 1995 war stark übertrieben. Mannheim 1989. Hier, Band 1, Abs, APT 1986. Was ist wohl bei Z los? WEK bis ZZ. Das war wohl eine Anschaffung über mehrere Jahre. Z ist von 1994. Das stammt vermutlich aus den 80er Jahren. Genauer formuliert, es wurde vermutlich in den 80er Jahren entwendet. Durchaus möglich, dass es schon viel älter ist. Wir müssen das hier einfach mal in eine Suchmaschine eingeben. Vielleicht finden wir das dann raus. Gesagt, getan. Type 545 was introduced am 7. Februar 1955. Total 29.857 Kilowattstunden. Es ist sehr bewölkt jetzt draußen. Da dieser Balken, der geht weg und dann kommt er wieder. Daran ist die Stromfarm wohl jetzt am Farmen. Weg damit, fort damit, brauchen wir nicht. So. Der weiß, dass er nichts weiß. Zum Glück wissen wir, dass wir alle hochintelligent sind. Und ganz nebenbei gesagt, für alle diejenigen, die das schon längst wissen, betrachtet das als Wiederholung der Grundlagen. Lo and behold, Science and Technology gibt's auch. Quellen. Wir haben die Quellen dafür. So, ich habe lange gesucht, aber ich habe doch eine Info mit Quelle gefunden. Und zwar hier, der Konsum von Seife in Ounces pro Person pro Jahr. Die Briten verbrauchen am meisten und die Holländer am wenigsten. Quelle, Swiss Union of Soap and Detergent Manufacturers, 1974. Top Quelle. 60 Names of Things You Never Knew Had Names. Interesting, very interesting. Hemidemisemiquafer. Eine Hemidemisemiquafer ist eine 64-Note. Eine 32-Note ist eine Demisemiquafer und eine 16-Note ist eine Semiquafer. Worst sounding English words. Kakophonie, Crunch, Flatulent, Gripe. Jazz? Jazz? Treachery. Ansichtssache. Ja, da muss ich jetzt mal aufhören. Hier ist langweilig. Hier ist der WIP-Schalter. Power on. Der dient auch nur noch als Scherenhalterung. Für irgendwas muss das Ding ja noch gut sein. Aber ich denke, es freut sich, dass es jetzt hier mal eine Hauptrolle hat. Nicht wahr? Neben mir. Ich bin nur Nebencharakter. Pseudomoderator. Ich kann ja gar nicht moderieren. Ich muss halt irgendjemand machen. Und wenn der nicht reden kann, muss ich es machen. Ich mache viel Fotoarchivierungsarbeit jetzt hier zu Hause, ansonsten nicht viel Produktives. Arbeit. Ansonsten ist das jetzt hier wie Urlaub für mich. Solidaritätsverwandtenbesuch, das ist wichtig. Oh, ich muss jetzt mal. Der Grünkohl wartet. Der Grünkohl wartet, tschüss. Ich mache jetzt leckeres Mittagessen. Bin ich nicht eine liebe Tochter? Viele Grüße von der Tochter. Bis dann, tschüss. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, du alte Röhre. Was mache ich denn jetzt noch? Ich glaube, ich habe noch was Zeit, irgendwas aufzunehmen. Ich glaube, ich gehe ein bisschen Klavier spielen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So, das erste Mal seit langem, dass ich wieder Klavier spiele. Was soll ich jetzt zuerst spielen? Ohne Noten, ja? Was kann man noch spielen? Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl der Rechner, so verkrampft. Da müssen ich jetzt erstmal die ganzen neuralen Neuronenbahnen zum Gehirn wieder neu verknüpfen, ehe ich hier irgendwas vernünftig zustande kriege. Ich kann es nicht richtig steuern. So fühlt sich das jetzt gerade an. Akku alle und SD-Karte voll. Na dann, weiß ich jetzt, was zu tun ist. Tschüss. Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe gerade diesen belanglosen Film hier zu Ende geschnitten. Und wollte noch ein kleines Happy End erzählen. Ein naher Verwandter hat sich erbarmt und mir einen neuen Laptop geschenkt.
Ich habe schon ein klein bisschen losgelegt, aber ich finde, auf diesem Windows 7 Standrechner kann man immer noch besser Filme schneiden als auf diesem kleinen Laptop. Außerdem musste eine neue Festplatte her, konnte ich mir noch selbst leisten, weil meine Daten sind mir wichtig. Und bei der Festplatte war ein Testmonat Adobe Creative Cloud mit dabei. Falls es irgendjemand interessiert oder irgendjemand das mitgekriegt hat, ich versuche ja quasi ein Bein in die sogenannte Medienbranche zu setzen. Ich habe gedacht, ich könnte Filme schneiden, aber ich habe mir erst überlegt, dass ich das ja machen könnte, weil ich das schon so lange mache, seit 2005, 2006, 2007. Mein erstes großes Projekt war der Abi-Film 2007. Die echten Experten und Profis benutzen anscheinend alle diese Profi-Software von Adobe. Jetzt muss ich mich mal outen, um genau zu sein, war das eigentlich auch mein allererstes Schneideprogramm. Das hat mir mein kleiner Bruder besorgt. Das ist Adobe Premiere Pro 2.0. Das stammt vermutlich aus dem Jahr 2005. Wir müssen mal die CD einlegen. Ist das eine CD oder eine DVD? 700 Megabyte, das ist eine Kompaktdisk, also eine CD. Müssen wir gleich mal einlegen, schauen, ob die noch funktioniert und dann gucken, wann das Änderungsdatum war. Die Oberfläche ist allerdings auch schon ein bisschen zerkratzt. Dieses Adobe Premiere Pro habe ich dann so lange benutzt, bis mir meine Mutter irgendwann Magix Video Deluxe gekauft hat und das benutze ich seitdem. Es ist quasi meine Hausmarke. Adobe Kompreise und Abos. Die Adobe Creative Cloud kostet 60 Euro pro Monat. Das kann man sich vielleicht leisten, wenn man das irgendwie professionell macht, aber für mich ist das einfach zu teuer. Ich konnte jetzt einen Monat lang testen, Adobe Premiere Pro, Lightroom und Illustrator. Ich habe jetzt dieses kleine Filmchen hier geschnitten, was ich eigentlich nur peinlich finde. Ja, noch bin ich nicht fertig. Ich muss noch den Filmschnitzel einfügen. In 3-4 Tagen ist vorbei und dann kann ich auch nichts mehr ändern an dem Film. Ich würde schon mit dem Programm klarkommen, aber ich sehe es ein, dass ich einfach keine professionelle Cutterin bin. Ich meine, ich kann ja noch nicht mal Visual Effects. Ich kriege ja noch nicht mal hin, hier irgendwie richtige Belichtung zu machen. Und ich habe noch nicht mal ein richtiges Mikrofon hier angeschlossen. Das ist das Mikrofon hier oben drauf auf der Kamera. Was ein Jump Cut ist, weiß ich auch nicht. Standrechner von 2013 mit Laufwerk kriegt jetzt eine CD-ROM eingeschoben. Nein. Ah ja, Premiere Pro 2.0. 0 Bytes Reife. Man kann es jetzt nicht sehen, ne? Sollte ich eine Bildschirmaufnahme machen? Da sieht man das besser. Man sieht es hier oben, Änderungsdatum 2005. Das ist jetzt schon so lange her, dass ich Filme schneide und ich habe mich noch nicht einmal in dieser Sache weitergebildet. So, interessant. Software auf CD-ROMs sind auch noch 16 Jahre später lesbar. Aber noch gebe ich nicht auf. Ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden. Bis hierhin haben bestimmt so ein, zwei Leute geguckt. Falls jemand einen Tipp für mich hat, was ich besser machen könnte bei meinen Film- und Medienambitionen, dann immer her damit. Ich bin ganz Ohr. Ich verabschiede mich jetzt, indem ich hier das Display einklappe und damit auch die Aufnahme beende. Tschüssi!